Liebe Brüder und Schwestern, wenn Sie schon einmal eine Pilgerreise in das Heilige Land unternommen haben und an den Jordan gekommen sind, wie es mir voriges Jahr geschenkt worden ist, dann werden Sie vielleicht ein wenig überrascht sein, dass dieser Jordan kein mächtiger, breiter Fluss ist, sondern eher als Bach bezeichnet werden kann. Kein klares, schönes Wasser, wie wir es bei uns eigentlich gewohnt sind, wie die Bäche es bei uns in unserem Land führen, sondern das Wasser dort an dieser Taufstelle ist braun, erdig, voller Schlamm. Und wenn wir uns das vorstellen, da steht einer am Wasser, gleich bis zu den Knien, und ruft zur Umkehr auf. Johannes der Täufer, die Stimme des Rufers in der Wüste, bekleidet mit einem Gewand aus Kamelhaaren. Er muss wild ausgeschaut haben. Ein Bote Gottes. Im Namen Jahwes ruft er zur Umkehr und Buße. Ruft er den Menschen zu, das Reich Gottes kommt, der Messias ist da, bereitet ihm den Weg. Was hätten wir getan? Wie hätten wir reagiert? Hätten wir uns eingelassen auf diesen Rufer, wären wir hinabgestiegen in den Jordan, hinein in den Schlamm, den Morast, dort, wo das Wasser so dreckig ist. Was hat das zu bedeuten? Was hat das für einen Sinn? Man macht sich ja schmutzig. Die Schriftgelehrten und Pharisäer waren nicht bereit, da hineinzugehen, in diesen Schlamm, in diesen Morast. Da wird man ja dreckig. Das schöne, saubere Gewand, voller Schlamm, dieses schlammige Wasser, über den Kopf gießen. Da steigt Widerwillen auf. Warum verlangt Gott das von uns? Vielleicht hätten auch wir uns schwer getan mit Johannes dem Täufer. Hätten wir ihn kritisch beobachtet, jedes seiner Worte analysiert. Wer ist dieser? Ist das wirklich ein Bote Gottes? Oder ist das irgendein Verrückter? Ist er besessen vom Bösen? Aber Jesus, er hat keine Bedenken. Er geht zu Johannes, er, der frei ist von jeder Schuld, von jeder Sünde. Er reiht sich ein in die Schar der Sünder, steigt hinein in den Jordan, geht zu Johannes, obwohl dieser es eigentlich gar nicht zulassen will, ihn gar nicht taufen will. Erst nach dem Zureden Jesu ist er bereit. Und Jesus lässt sich taufen zum Zeichen der Buße und Umkehr. Er fürchtet nicht, schmutzig zu werden, hat keine Berührungsängste. Und der Himmel öffnet sich, so lesen wir heute im Evangelium. Der Vater spricht zu den Menschen, er bezeugt seinen Sohn. Ja, du bist mein geliebter Sohn, ja, auf ihn sollt ihr hören. Und sogar der Geist Gottes offenbart sich, sichtbar in Gestalt einer Taube. Der eine, dreifaltige Gott offenbart sich am Jordan.
noch viel intensiver, viel offenkundiger als damals in Bethlehem, als die drei Weisen dem Stern gefolgt sind und das Kind in der Krippe gefunden haben. Gott offenbart sich, er spricht zu seinem Volk Israel. Das ist mein Sohn, das ist der lang ersehnte Messias, der Retter und Erlöser. Auf ihn hört, dann findet ihr Heil, findet ihr neues Leben. Wir wollen nicht wie die Schriftgelehrten und Pharisäer unser Herz verschließen und dieser Stimme Gottes keinen Glauben schenken, sondern wir wollen auf das Wort Gottes hören, das uns in Johannes zuruft: Kehrt um, tut Buße, und die uns unmittelbar begegnet in Jesus, dem Sohn Gottes, der für uns Mensch geworden ist. Er, der Gottesknecht, der gekommen ist, um unsere Krankheiten zu tragen, unsere Schmerzen, unsere Sünden auf sich zu laden, der gekommen ist, um für uns zu sühnen, um uns zu befreien von der Last unserer Schuld. Das wahre Lamm Gottes, der nicht gekommen ist, um zu herrschen, sondern der gekommen ist, um zu dienen. Ja, in Jesus offenbart sich neuerlich die erbarmende Liebe des Vaters im Himmel. In ihm verwirklichen sich die Prophezeiungen aus dem Buch Jesaja. Er ist wirklich gekommen, die blinden Augen zu öffnen, die Gefangenen zu befreien, alle, die im Dunkel sitzen, herauszuführen ins Licht. Uns wurde das schon zuteil in der Taufe. Wir wurden befreit von unserer Schuld. Wir haben dieses Licht Gottes schon empfangen, die Kraft des Heiligen Geistes. Ja, der Herr möchte alle befreien aus dieser Finsternis der Gottferne, des Unglaubens, des Irrtums, falscher, irreführender Ideologien, aus der Finsternis des Hasses und der Gewalt. Er möchte allen die Augen öffnen, die diesen einen wahren Gott der Liebe, der Gerechtigkeit, der Barmherzigkeit und des Friedens noch nicht erkannt haben. Und wir dürfen seine Zeugen sein, Zeugen dieser frohen Botschaft, des Evangeliums. Wenn auch wir arme Sünder sind, auch wenn wir schuldig sind, so dürfen wir zuversichtlich zum Herrn kommen, denn, wie es im Propheten Jesaja heißt, er zerbricht das geknickte Rohr nicht, er löscht den glimmenden Docht nicht aus. Oft zerbrechen wir die Gnade Gottes in uns durch unsere Sündhaftigkeit, oft löschen wir den Geist in uns aus, sodass oft nur mehr so ein glimmender Docht übrig bleibt, so ein kleines Feuerchen. Der Herr möchte uns wieder neu entfachen, er möchte uns wieder neu mit der Kraft des Geistes erfüllen. Dann können wir Jesus nachfolgen, können wir Zeugen sein für seinen Frieden, den er uns schenkt, für die Barmherzigkeit des Vaters im Himmel. Dann können wir Zeugen seiner Liebe sein, die Liebe, die allen Menschen gilt. Denn der Herr ist ja gekommen, um alle zu retten, um sich allen Menschen, Völkern und Nationen zu offenbaren. Bitten wir ihn gerade jetzt bei dieser heiligen Messe, er möge uns wieder neu erfüllen mit seinem Licht, mit seinem Heiligen Geist, seinem Frieden, seinem Erbarmen, damit wir glaubwürdige Zeugen sein können für das Evangelium, für die frohe Botschaft und für unsere Gotteskindschaft,
die uns in Jesus geschenkt worden ist. Ja, der Vater nimmt uns an als seine geliebten Söhne und Töchter. So dürfen wir zuversichtlich unseren Weg gehen in der Kraft des Herrn. Und wir dürfen auf die Stimme Gottes hören, der uns einlädt, mit ihm den Weg des Lebens, der Hoffnung, des Heils zu gehen. Amen.